Mit der Sonne, das ist auch schön. Mit der Sonne, ja. Gute Morge. Bonjour. So, wir stehen vor dem Mont Saint-Michel. Ja. Und da laufen wir jetzt mal rüber. Man kann sehr schön mit dem Fahrrad vom Stellplatz direkt, da geht hinterm Stellplatz. Gerade gesehen, habe ich schon gefilmt, Schatz. Ein Fahrrad lang. Heimlich. Fahrradfähig. Habe ich heimlich gefilmt. Okay, was rede ich hier überhaupt? Ja, das frage ich mich auch. Aber wir gehen da jetzt mal rein, mal gucken, was da so los ist. Ja. Und ihr seid dabei, wohl? Jo, würde ich auch sagen. Passt schon. Schauen wir mal. Passt schon. Bis gleich. So, dann wollen wir mal gucken. Jo. Also wir mussten jetzt noch ein Stückchen laufen. Ja, wobei wir könnten auch mit Bus fahren. Das kostet dann allerdings. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie viel. Ach übrigens, von dieser Campingcar-Park-App haben wir gestern nochmal Strom reingesteckt, haben wir das schon gesagt? Also Strom ist kostenlos. Ja, ja. Ja, und jetzt gehen wir zum Michel. Zu Michel. Aus Lönneberger. Christine sagt gerade, das erinnert uns doch schon schwer an Skagen. Als wir da zu der Spitze hochgelaufen sind, da muss man ja auch nur so ungefähr einen Kilometer laufen. Ja, so da, wo Nord- und Ostsee, glaube ich, zusammenkommen, ne? Oder ja. Wie das? Ja. So, und diese Menschenmassen, diese Völkerwanderung, nicht Menschenmassen, Völkerwanderung. Und da habe ich, wo ich das hier gesehen habe, sofort dran gedacht. Und wer sich davon selbst überzeugen möchte, verlinke ich. Könnt ihr mal reingucken. Genau. Hochinteressant. Ne, grundsätzlich, also die Ecke ist schon schön in Skagen. Ja, ja. Aber gut. Aber hier ist auch schön. Müsst ihr euch selber ein Bild von machen. Ja, hier ist traumhaft. Also ja, echt traumhaft. Mal. Wolken haben sich verzogen. Heute Morgen hat es 3 Tropfen gegeben. Das ist weg. Alles gut. Also für alle die nicht so blöd sind wie wir, ihr könnt auch mit den Fahrrädern direkt vorfahren. Da an der Wand, Moment, da stehen die ganzen Fahrräder. Ja. So, oder aber ihr macht so wie wir und lauft noch eine Runde, schön gesund. Genau. Wie lange sind wir jetzt gelaufen? 10 Minuten? Keine Ahnung, gar nee, schon länger. Viertelstunde, 20 Minuten. Ah, so lange? Ja. Okay, wisst ihr Bescheid.
Weißt du, je höher man kommt, desto weiter kann man sehen. Da unten könnt ihr übrigens auch eure Fahrräder noch abstellen. Mega Aussicht. Schon schön hier. Also, wer viele Menschen ausblenden kann, Ja. Der hat echt schön hier. Ja. Oder dann ist das echt schön hier. Das war ja klar. Aber ich kann mir richtig vorstellen, hier gibt es ja auch Hotels. Ja. Wenn du hier abends als Hotelgast nochmal durch die heiligen Gassen hier stromerst, das ist schon spooky, glaube ich, teilweise. Ich glaube, ja. Schön. So, machen wir eine kleine Pause. Banane essen. Jo. Geht nicht auf. Die Affen machen die ja immer von der Seite auf, ja. Ne? Ja. Ja, aber kein Affe. Das stimmt. Oder manchmal nur. Ja, Eintritt ist umsonst hier, ne? Ja, außer die Abbey, ne? Da musst du dann zahlen. Genau. Ne, da in die. Und du musst bestimmt eine halbe bis dreiviertel Stunde anstehen. Mhm. Oder ich glaube, wenn du dir vorher das Ticket besorgst. Genau, wenn du dir ein Online-Ticket organisierst, dann kannst du links dran vorbeiziehen an die ganze Schlange. Hat aber so gut wie keiner gemacht, oder zumindest war da nichts. Ne? Da ist kaum einer gelaufen. Und du musst, weiß nicht, gefühlt 778 Stufen mindestens. Ja, pass auf, dann ist ja hier so eine alte Burg, hätte ich bald gesagt, so eine Abbey, so eine, ja, Kloster, glaube ich, ne? Das ist ein altes Kloster, ja. So, UNESCO Weltkulturerbe. Ja. Glaube ich auch gerne, also ist schon cool. Ja, also ja. Ist schon cool, kannst du nicht meckern. Ist echt gut. Ja, wie gesagt, ist alles umsonst soweit, bis auf die Abbey. Hast ja auch jede Menge Fressbuden, Souvenirs, und ganz kleine ist da diese ganzen Staubfänger-Shops. Kann man machen. Ist nur sehr voll und daher nur kurze Aufnahmen. Weil so viele Gesichter kann ich gar nicht verpixeln. Das macht das auch gar nicht, glaube ich. Macht keinen Sinn. Nee, also kann man aber machen, ne? Also, ja, also wenn man hier ist, unbedingt machen. Wenn du hier bist, machst du das. Ne? Also ich kann mir vorstellen, es war ja Sonntag, der Stellplatz rappelvoll. Genau. Ne? Da war ja kein Platz mehr frei, dass es hier Sonntag noch voller war. Ja, klar. Ach so, wir haben heute Dienstag. Genau. Nur mal so. Ja, alles gut. Nee, schon ein beeindruckendes Gebäude. Jo. Oder eine beeindruckende Insel. So, hier ist ein bisschen die Schillecke. Naja. So, wir gucken mal, vielleicht sehen wir noch was. Ansonsten sind wir da auch gleich wieder weg, ne? Jo. Okay. Klassisch, nicht aus dem Glas. Okay, wusste ich auch noch nicht. Cidre kriegt man hier aus einer Bowl. Bowl oder aus einer Tasse. Tasse. Ja, ja.
Cool. Crepe kommt noch. Ja, muss hier. Der Bieper. Fertig. Dann piept's. Jo. Dann haben wir uns jetzt verdient, oder? Jo. Dann haben wir uns verdient. So, probier mal. Also. Auf euch. Skoll. Oh. Ist aber lecky. Also wenn ich das gerade da drin richtig verstanden habe, zu den Galettes trinkt man eher einen trockenen und zu Crepe eigentlich eher einen süßeren. Was hast du denn jetzt bestellt? Galette oder? Nee, Crepe. Das ist aber jetzt so ein halb trockener. Zwischen Galette und Crepe? Ja. Ja, cool. Bin jetzt schon im Arsch jetzt. Ich auch. Mhm. Ach so, Tasse immer. Erinnert mich ein bisschen an eine Bundeswehr. Nee, das war cool, aus der Tasse. Ich habe jetzt aus Versehen zwei mit Marmelade bestellt. Das ist der Flambé. Calvados? Ja. Gut. Ist doch aber nicht schlimm, ne? Das ist gar nicht schlimm. So, einen wunderschönen guten Morgen. Bonjour. Von den Alligatoren und anderes. Alligator Bay. Anderes Gefiech. Ja, wir gucken uns das jetzt mal an hier. Und ja, wir nehmen euch mit. Gestern ist ja auch nicht mehr wirklich viel passiert nach den zwei Tassen Cidre. Cidre. Ja. Cidre. Ja, gucken wir uns das jetzt mal hier mal in Ruhe an. Soll genau. Hochinteressant sein. Erwachsener Eintritt 15 Euro. Ja. Kinder ab 3 Jahre bis 10, glaube ich. 10 Euro. Genau. Und jetzt lassen wir uns einfach mal überraschen. Ja. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem? If I posted a letter, is it maybe because I never knew quite where I was, and suddenly you told me maybe. Willst du Uhrzeitdrachen oder was? Nein. Der freilaufende Uhrzeitdrachen. Viele bringen ja ihren Drachen mit. Der war jetzt ein bisschen schäbig, ne? Nein. Doch. Hab dich trotzdem lieb. Ja, musst du ja auch. Tell me you're the one for me.
supposed to do? If you were not the one, not the one for me, then tell me now what I could do. Tell me you're the one for me now. I pray that you believe it too. That you're the only one for me, and I'm the only one for you. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper. Alligator Bay. Jo. Fazit? Schön. Unbedingt machen, wenn man hier ist. Also... Nee, wer, wer da so ein bisschen Interesse an Schlangen, Schildkröten... Ja, das ist ja Voraussetzung. Ja. Nee, aber haben sie schön aufgebaut. Ja. Sehr übersichtlich. Also richtig nice. Kannst du nicht anders sagen? Empfehlung von mir auf jeden Fall, von uns. Auch für Kinder interessant. Ja, die haben in der Mitte von diesen teilweise Gehege da so Glaskuppeln. Da kannst du von unten... Also Kinder, ne? Von unten reinkriechen, wie so durch so eine Höhle, dann kannst du durchgehen. Teilweise kannst du drin auch rumklettern. Also. Ja, auch ein großer Spielplatz für die Kinder, so ein Rastplatz. Rutsche, mit, ach. Ja. Da ist ja so ein bisschen so eine Art so. Trampolin auf der Schräge. Also ist schon gut schön gemacht. Von den Tieren her? Ja. Auch sehr gut? Ja. Wie wir meinen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. So. Und wir haben jetzt gestern beschlossen, wir fahren heute weiter. Ja. Richtung Kankal. Ja. Noch ein bisschen einkaufen zwischendurch. Einkaufen, genau. Und noch an diesem Obelisk vorbei. Mhm. Wenn wir da irgendwie parken können, dann werden wir nochmal anhalten. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann in Kankal. Jo. Ne? Würde ich auch sagen. Hoffe ich. See you later, Alligator. Bye bye. In the Wild Crocodile. In the Wild Crocodile heißt. Du kennst den Film. Wer kennt den Film? Unten reinschreiben. Ja, ich kenne ihn. Ja, ich. So, wir hauen ab. Komm. Au revoir. Ciao. Hört. Kein Mikrofon drauf, aber das ist ja wohl mit Sicherheit Obelix Hinkelstein. So nämlich. 100%ig, oder? Ja. Also wer hier hinkommen möchte, Parkplatz ist schwierig hier. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt Glück gehabt, wir stehen da. Aber oh, ihr könnt da sehen. Ja, Le Minier du Champ Dolent. Champ Dolent. Ja, so. Aufgebaut hier. Ja, was hat man? Übrigens, wir sind jetzt schon in der Bretagne, ne? Jo. So, jetzt beginnt die Reise ernsthaft. Den haben die ja nur mit so Stangen und Seile hingestellt, ne? Ja. Ne, das ist Obelix, 100%. Ja. So, ja. Wer so sagt, sagt noch mehr. Oh. Ich sehe wieder strudelig aus. Quatsch. Wir fahren jetzt nach Kankal. Ja.
Also, das Ding ist zwar nett, ist nett ist der kleine Bruder ja, von. Also wenn man hier in der Ecke ist, kann machen. Man da mal vorbeifahren. Wir waren jetzt 20 Minuten vom Stellplatz aus. Ja, das ungefähr. Lag jetzt auch auf der Richtung, wo wir hin wollten. Ja. Haben wir schon ein Selfie gemacht? So, wir sehen uns aber in Kankal, ne, Schatz? Ja.